Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von MTG Arena. Bevor wir ins Gameplay reinstarten, möchte ich euch hier noch eine Kleinigkeit mit auf den Weg geben, denn es sieht nämlich so aus, dass der gute Sascha mir etwas zukommen hat lassen, und zwar nämlich einen Screenshot von einer Seite, die gesagt hat, hey, wisst ihr was, MTG Arena geht in Richtung E-Sport und deswegen hauen sie folgende 25 Karten kostenlos raus. Dafür müsst ihr nur in den Store reingehen, geht dafür einfach hier auf Redeem Code und schreibt den Code Game Awards rein. Und zwar, ich weiß nicht, ob das automatisch alles groß schreibt. Nein, tut es nicht. Deswegen alles groß schreiben. Game Awards. Ich muss gucken, dass ich selber richtig habe. Und wenn ich jetzt auf OK drücken müsste, Code Redeem successfully. Nice. Und damit haben wir 25 neue Karten gekriegt. Dazu gehört einmal Roscas Contempt, einmal Risk Factor, einmal Cleansing Nova, einmal Galta Primal Hunger, einmal Search for a Scanter, viermal Sinister Sabotage, viermal The Eldest Reborn, viermal Conclave Tribunal, viermal Lava Coil und viermal Merfolk Branchwalker. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze nutzen. Ich finde es auf jeden Fall eine ganz coole Sache, dass die gesagt haben, hey, wir gehen jetzt doch so ein bisschen weiter in Richtung richtiges Spiel, oder besser gesagt, nicht nur ein Free-to-Play-Titel, der so ein bisschen nebenher einfach herspielt, neben Hearthstone und den anderen großen Titeln. Nein, es geht auch in die Richtung E-Sport-mäßig, und wir gucken jetzt einfach gerade mal, wenn wir gucken hier nach, was habe ich denn noch gar nicht gehabt hier, Eldest. Oh, Moment, ich habe den Ding noch dran. Eldest sollte es eigentlich ja hier viermal mit drin sein. Wir haben es in unserer Collection viermal. Ist also eigentlich gut gelaufen. So, dann starten wir jetzt mal aber ins Gameplay rein. Und zwar habe ich mir überlegt gehabt, so, liebe Leute, sorry für den kurzen Cut hier an dieser Stelle. Ich war mal eben essen, und jetzt schauen wir uns aber direkt das Deck an, das wir heute spielen werden. Und zwar Esper Control. Sehr, sehr controllig, wie ihr seht. Wir haben Seal Away, Ascent Scatter, wir haben Search for Scanter, um unser Late Game rauszusuchen. Cast Down zum Removen, Discovery, Thought Erasure, Disinformation Campaign und Notion Rain sind ja so unsere typischen Surveil-Karten, die wir auf jeden Fall spielen wollen in diesem Deck. Auf die versuchen wir auch meistens zu maligen, weil es sehr, sehr gut ist, den Gegner da relativ schnell aus dem Game zu bringen. Settle Wreckage, falls der Gegner wirklich ein Board sich mal aufbauen kann. Chemistry Insight für Card Draw. Ruskas Contempt für Single Target Removal. Cleansing Nova natürlich, falls nochmal der Gegner sich irgendwie ein Board aufbauen kann. Dann haben wir Tezzeret mit drin. Doom Whisperer, um den später wiederzubeleben. Mit The Eldest Reborn. Das gleiche geht natürlich für Tezzeret, für Teferi, für den Dream Eater, Azor, Nezala und Chromium. Chromium und gerade die letzten 4-5 Karten sollen so unser Removal sein. Die Landbase ist natürlich nicht optimal, aber damit müssen wir leider leben. So, gucken wir einfach mal, dass wir hier vielleicht ein Gamechen gewinnen. Ich habe schon ein Spiel damit gespielt gehabt vorher, vorm Essen noch. Aber es ist halt echt krass gewesen, dass ich schon wieder ein blau-rotes Matchup gegen mich bekommen habe. Also, blau-rot, Leute, ist wohl die neue Agro-Meta, möchte ich einfach mal sagen. Das sieht doch nicht so gut aus. Wir bräuchten ein blaues Mana, sonst können wir hier gar nichts draus spielen. Ansonsten gefällt mir die Hand eigentlich sehr gut. Wir keepen das einfach mal, weil ich jetzt greedy bin. Die Hand gefällt mir wirklich gut. Und er spielt direkt Turn 1. Agro-Matchup. Gut, okay. Das sind Thought Erasure Nummer 2. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wir gehen dann jetzt hier auch auf den zweiten, aufs weiße Play direkt. Er geht in Combat. Attacked hier. Okay. Ajanis. Nee, Knight of the Grace. Okay. Wir kriegen wieder keinen Landdrop. Oh, Leute, bitte lasst es nicht so ein Game sein, wo wir wieder überhaupt keine Länder kriegen. Das wäre halt übel traurig. Das wäre halt richtig, richtig traurig einfach nur. Nochmal. Weißen Dude, Hunted Witness ist am Start und Attack, also Combat wahrscheinlich, greift uns für 3 an. As long as any player controls a black permanent. Er hat Gott sei Dank noch keinen black permanent, kann es aber auch nicht rausspielen, weil er nur weiß-rot ist momentan. Oh, was, er spielt jetzt schon Loxodon raus? Eieiei. Ja. Soviel zu diesem Thema. So viel zu diesem Thema. Thief of Sanity bringt uns hier einfach gar nichts mehr. Wir können ja nicht mal die 2-2er mehr wegblocken. Wenn er jetzt schafft, noch irgendwie was rauszuhauen, sind wir eigentlich direkt tot. Wenn wir jetzt kein Land ziehen, dann können wir eigentlich direkt aufhören. Weil der halt einfach zu schnell war. Und ja, dann war es halt mal wieder den Ländern verschuldet. Jawohl, schön. Können wir erstmal conceden. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, woran das liegt, aber dieses Phänomen passiert wirklich nur bei MTG Arena. Ich habe es noch nirgendwo anders erlebt, in keinem anderen
Kartenspiel, gerade auf Magic basierend, ein Kartenspiel, dass man so schlecht gemischte Decks teilweise hatte. Also, das ist halt echt der Wahnsinn, Leute. Das ist jetzt wirklich schon. Und jetzt haben wir natürlich nur noch irgendwelche Lands auf der Hand. Alter. Und wenn man sich dann wundert, weil man Vorländer hält und dann trotzdem noch drei Länder hinterherzieht, ist es halt alles nicht ganz optimal. Naja, nevermind, wir regen uns jetzt darüber nicht auf. Das ist mal wieder typisch Bullshit Magic The Gathering Arena gewesen. Also da müssen sie halt echt noch ein bisschen dran arbeiten. Natürlich will man schon so den Random-Faktor so hoch wie möglich halten. Das ist mir schon bewusst. Aber selbst bei einem normalen Magic-Deck kommt es eigentlich nie vor, dass man halt drei Länder zieht und dann erstmal 1000 Züge lang nichts mehr. Das kommt echt nur in MTG Arena vor. Und das ist. Eieiei. Naja, Disinformation Campaign. Wir ziehen eine Karte. Er discardet hier. Das ist halt wirklich eine Sache, die mir ein bisschen auf die Nerven geht an diesem Spiel, dass man halt wirklich so viel Pech hat manchmal. Discarde etwas, mein lieber Freund. Das spielt schwarz-blau. Also wahrscheinlich Zombie Control, möchte ich einfach mal sagen. Es gibt ja da verschiedene Varianten. Ich habe ja auch schon mal so eine Art und Weise gespielt. Zwar nicht so direkt, aber auch auf jeden Fall schwarz. Er spielt Night Vale Predator. Ekliger Typ, ey. Ekliger Typ. Besonders mit Death Touches ist halt wirklich ziemlich krass. Wir gehen auf 4 Mana, spielen Thought Erasure. Ich hätte ihn gerne vorher Thought Erasure, bevor wir da was gemacht hätten. Counterspell Murder. Schenkt sich ehrlich gesagt nicht viel. Schenkt sich ehrlich gesagt nicht viel, weil er davon keine Karte discarden wird, außer vielleicht das Entrancing Melody. Er wird halt ein bisschen problematisch werden, wenn wir jetzt nicht noch ein weißes Mana ziehen, um ihn irgendwie zu removen. Oh, obwohl, warte mal, wir haben Teferi, aber Teferi können wir noch nicht spielen. Jetzt können wir Teferi aber spielen und wir haben ihm den Counterspell weggenommen. Aber warte mal, er ist ja auch gar keine Creature. Vielleicht hat er einen normalen Counterspell jetzt gezogen, das wäre gut für ihn auf jeden Fall, weil Teferi wird ihm jetzt nämlich sein Loot hier wieder zurückschaffeln. Nehmen wir denn nicht. Doch, würde. Das ist okay für mich, dass wir erstmal. Oh, warte mal, der hat Hexproof. No. Moment, nee, dann ziehen wir lieber. Draw a card ist dann wichtiger. Warte mal, der hatte ja Hexproof. Ich vergesse es immer wieder, dass dieses komische Zeichen hier Hexproof bedeutet. Doom Whisperer again. Okay. Pass the turn, wir dürfen zwei Lands enttappen, wir nehmen natürlich blau-blau, dass wir ihm hier suggerieren, hey, wir haben den Counterspell, falls du irgendwelche Dummheiten machst. Klar, er wird jetzt hier komplett reinhitten in Teferi, ist aber für uns nicht das Problem, weil wir Eldest Reborn haben und damit auch arbeiten werden, hundertprozentig. Er geht rein, er geht nochmal rein, wir kriegen weniger Damage, ist fine for me. Die Sache ist halt einfach nur, dass wir schon wieder zu wenig Mana haben, oder? Wir haben 3, 4, 5 Mana. Settle wäre enabled, theoretisch, wenn wir noch ein weißes Mana hätten. Haben wir aber leider nicht. Wir spielen Eldest raus. Er muss was sacrificen. Sacrificed wahrscheinlich den Zombie. Damit hat er seinen 3-3er Hexproof halt immer noch am Start, der uns im nächsten Zug hitten wird. Dann müssen wir. Wir können ja nicht mal den Doom Whisperer hier spielen. Wir haben halt wirklich keine Möglichkeiten zur Welt 2. Then draw 2 cards. Notion Rain deals 2 damage to you. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar zu viel Damage ist, den er uns der Notion Rain hier machen würde. Wie viel hätten wir? Wir haben 3, 5. Für uns fehlt halt echt noch ein einziges. Ah, jetzt kommt natürlich das Ascent Scatter raus. Damit. Damit. Wir sind tot, gell? Wenn wir das spielen. Macht uns 6 Damage. Wir sind tot, wenn wir das spielen. Wir ziehen mal eine Karte. Bitte Land.
Trigger. Wir holen uns ihn an den Start. Bouncen ihn. Und können Thief spielen ohne Probleme, weil wir noch Essence Scatter haben. Okay. Er wird jetzt versuchen, die Karte rauszuspielen. Wir Essence Scattern ihn ganz einfach und haben dann damit gar kein Problem mehr. Weil es ja ein Enter the Battlefield-Effekt ist. Müssen blocken. Er hat Gott sei Dank keinen durchschlagenden Schaden. Ja, aber damit können wir dann nichts mehr machen. Es ist vorbei, Leute. Das Game ist auch verloren. Sehr, sehr schade. Da waren auch wieder die Lands mit drin, schon lustigerweise. Ah ja, ja, aber diesmal hatten wir eigentlich genug. Diesmal haben wir halt nur irgendwie nicht so ganz richtig gezogen, das, was wir gebaut haben. Esper Control funktioniert leider noch nicht so gut. Gerade gegen etwas aggressivere Decks, wo man Hexproof hat oder sowas, ist es halt, läuft es halt einfach nicht optimal, muss man einfach sagen. Eieiei, hey, dieses Deck macht mich gerade doch schon ein bisschen schwach. Er macht mich wirklich gerade ein bisschen schwach. Zwei Lands, nope, Mulligan safe, weil wir einfach damit nichts anfangen. Oh mein Gott, okay. Fourlander, jawohl, komm. More discard. Er spielt Boros. Er spielt Boros again. Geht weit in seinem Zug. Okay, wir spielen Schwarz-Blau, dass wir erstmal hier einen Surveil-Trigger kriegen. Da zieht er eine Karte. Und was wollen wir raushauen? Ah, okay, er spielt das Deck. Na, wir packen das Sabotage weg, wir nehmen das Land auf. Es wäre zwar besser gewesen, wenn es ein blaues Land gewesen wäre, ist aber okay. Er macht direkt weiter, in Turn, wir spielen weiß raus. Wir lassen ihn einfach nochmal discarden, Leute. Wir haben die Möglichkeiten dafür. Ja, er nimmt unseren Nezzada weg. Nicht optimal, aber wir können ihm seinen Counterspell jetzt wegnehmen. Er hat Doppel-Opt auf der Hand einfach. Aber solange er kein blaues hat, oh, nice, behalten wir. Solange er kein blaues Mana hat, ist eigentlich alles cool. Please, no blue. Plains, nice. Wir ziehen eine Karte nach. Er muss die Karte discarden. Wir haben wieder Thought Erasure mit am Start. Gut, er packt ein Opt weg. Vielleicht haben wir gegen dieses Deck jetzt endlich mal eine Chance. Er hat einfach keine. Leute, er ist halt sowas von screwed momentan. Haben wir irgendwie schon Kreaturen in unserem. Oh ja, wir haben sogar schon eine Kreatur in unserem Deck. Dann hab ich mal gesagt, wir packen Eldest Reborn raus. Er muss eine Kreatur sacken, bringt ihm nichts. Nächsten Zug darf er doppelt discarden. Was ich eigentlich schon eine ganz angenehme Sache finde. Und dann holen wir uns. Hier Sepala zurück oder wie er auch immer hieß. Alter, Leute, das war ein in Kampf der Krüppelkeile, möchte ich einfach mal sagen. Das ist nicht optimal gelaufen. Wir versuchen jetzt nochmal ein richtiges Game endlich mal rauszuholen. Nee, das ist. Irgendwas ist doch heute schon wieder los. Irgendwas ist doch heute schon wieder los, hey. Entweder nur Agro-Decks oder No Lands oder andere Sachen, die hier passieren. Alter, schade. Okay, Three-Lander. Wir haben Northern Rain, um nachzuziehen. Wir haben Seal Away, um zu removen, Single Target. Das sollte theoretisch passen. Es sollte theoretisch wirklich passen. Wir gehen auf Blue and Turn. Dann gehen wir auf Black and Turn. Dann gehen wir auf White. Ne, wir werden erst auf White gehen, wegen Seal Away. Er spielt Weiß schon mal, spielt den Helos Hawk. Das heißt also, wir werden hier auf jeden Fall gegen ein Mono-Weißes Deck spielen. Wir sagen, nope, ist okay.
Wir müssen uns also hier Seal Away aufbehalten, weil Seal Away muss wahrscheinlich auf Aljani's Pride Mate jetzt gleich geballert werden, den er jetzt rausspielt. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil Aljani's Pride Mate ist halt einfach übel insane momentan. Besonders in dem rot-weißen Boros-Deck. Ja, geh durch, mach ruhig den Combat. Mach ruhig den Combat. Ich muss es unbedingt mal durch den Damage. Gut. Zweite Main. End Turn. My Turn. Judy. Dann hätte ich mal gesagt. Thief of Sanity. Weil jetzt muss er nämlich sagen: Hey, Dude, ich habe einen Schock hier am Start. Und das kostet ihn jetzt schon mal ein bisschen Mana. Er wird hundertprozentig hier einen Lightning Bolt oder einen Schock am Start haben, Leute. Ich meine, sind wir doch mal. Oh, what? Kein Lightning Bolt, kein Schock in meinem Zug. Obwohl er es als Instant hätte casten können. Gut, er hatte jetzt genug Mana für den Pride Mate und den Instant, muss man ja einfach mal sagen. Sollte also kein Problem sein, hier mit meinem 2-2er zu handeln. Jetzt wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir in den nächsten Zügen mal ein paar Lands ziehen. Okay, er geht in Combat. Declare Attack. Block. Sure. Ich meine, wenn er jetzt hier irgendwie was reinböllert, dann war das auch nicht so sinnvoll. Da hätte er auch vorher was reinböllern können in meinem Zug. Plus 2, plus 2. Ah, deswegen hat er es gemacht. Flying Menace. Er ist ein ekelhafter Typ hier. Wir spielen Norsian Rain raus. Veil to. Ich die beiden haben. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Länder, 5 Länder theoretisch. Ich kann im nächsten Zug Tezzeret spielen. Ich könnte Ruskers Contempt spielen. Ja, das sollte passen eigentlich. Wir können kein Land mehr spielen. Er ist dran. Er macht uns halt jetzt safe 3 Damage. So, ist aber jetzt nicht das Problem. Wir haben, wie gesagt, immer noch den Dream Eater. Wir haben Tezzeret und so weiter und so fort. Nochmal auf dem Land. Er hat jetzt die Mana, um theoretisch hier diesen Combat-Trick hier zu spielen. Oder was heißt Combat-Trick? Das ist ja kein Combat-Trick. Mentor of the Meek. Der ist uncool. Den mag ich nicht. Okay, Swamp. Tezzeret. Wir nutzen 1-1er Dude hier an den Start. Können hier theoretisch rein traden, haben aber leider keinen Mana mehr offen im Gegensatz zu ihm. Das heißt, er hat hier vielleicht einen Shock, vielleicht einen Lightning Bolt, aber an sich kann er momentan meinen Tezzeret nicht removen. An sich. Es ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Come on. Du hast keine Lightning Bolts in dem Deck, oder? Ich meine, du hattest hier einen Integrity und Intervention. Intervention ist eigentlich auch jetzt. Wäre jetzt hier an dieser Stelle nicht die schlechteste Karte, nur sie ist halt übel teuer. Ich meine, sie macht theoretisch 3 Damage, 3 Life Gain, aber ob sich das wirklich lohnt, in dem Deck zu spielen. Ist ja die Frage. Klar, Integrity war halt nicht schlecht, damit hat er unseren Dude wegtraden können. Möchte jetzt hier einfach mal nicht irgendwie ankreiden oder sowas. Gut, er attackt hier. Wir blocken ihn, dass er ihn nicht nur normal schocken kann. 2 Damages, also. Er muss halt jetzt Schock-Schock spielen oder Lightning Bolt-Schock. Blischer-Bugler. Triggert auch mit Mentor of the Meek. Den müssen wir halt auf jeden Fall removen, Leute. Der Mentor bringt ihm halt jetzt hier Value. Mentor triggert, hat aber kein Mana mehr. Gut.
Seal Away. Auf Mantle. Wir holen uns wieder einen... Und dann behalten wir mal Essence Scatter offen. 2, 4, 5, 6 Damage macht er hier safe. Wir können ihm aber nichts vom Board wegnehmen, also machen wir einen Turn. Wir halten uns hier Essence Scatter offen, dass wir einfach sagen können, hey Dude, du willst was rausspielen? Nope. Gerade in Hinsicht auf seine Mana-Kosten kann er, auf seine Mana, die er halt hier offen hat, kann er da wirklich die krassen Dudes mit ranspielen. Könnte hier, klar, Ajanis hätte er schon längst spielen können. Er könnte, wie heißt der andere Dude nochmal hier, Leonin Warleader oder sowas mit rausbringen. Und das sind halt alles Karten, die ich einfach nicht sehen möchte jetzt momentan auf dem Board, weil die übel, übel krass werden könnten. Und es ist eine Sorcery. Creatures you control gain first strike and vigilance until end of turn. After this main phase, you get an additional combat phase. Damit gehen wir auf 3 Leben runter. Das gefällt mir überhaupt nicht gut. Wir müssen hier ja sogar schon Ruskas Contempten, anders überleben wir das gar nicht mehr. Es fehlt uns immer noch ein Land. Na, du hast die Lands natürlich ohne Ende. Ja, dann ist GG. Flying First Strike, Lifelink. Na, okay, es ist doch noch nicht GG. Hat ja keinen Double Strike. Aber wir überleben mit 2. Es muss ein Land sein, Leute. Es muss ein Land sein. Zwei, vier, fünf, sechs. Und das können wir nicht casten. Weil wir nur ein weißes haben. Helos Hawk kommt weg. Take Action. Geht kaputt. Wir können blocken, kriegen nur ein Damage und können damit vielleicht das Game nochmal einen Zug länger machen. Und können das Game damit vielleicht noch einen Zug länger machen, wenn er jetzt keinen Schock oder sowas hat. Nochmal ein Land, Ajani's Welcome. Okay, er wird jetzt nicht attacken, weil das nämlich super dumm wäre. Er sollte jetzt seinen Helos Hawk rausspielen. Er greift an. Macht uns damit ein Damage. Castet seinen Helos Hawk raus. Kriegt ein Leben dazu. Land again. Wir müssen uns einen Essence-Scatter auf jeden Fall offen halten. Counterspell wäre natürlich auch nicht keine schlechte Sache. Er muss jetzt was sacken, Leute. Das ist nicht schlecht. Wir haben 2 gute Blocker da. Wir wollen hier nicht
Thought Erasure. Und ich hoffe halt einfach nicht, dass er jetzt hier irgendwie den Schock oder sowas topdeckt. Weil ansonsten sind wir halt trotzdem tot. Nope. Kommt nicht aufs Board. Kommt keinen Fall aufs Board. Combat and turn. Eieiei, was ein Game, Leute. Er discardet was, bringt ihm nichts. Holen noch einen an den Start. Planes. End turn. In seinem Endstep wollen wir ihn rausflashen. Ach komm, please, Leute. Oh mein Gott, es ist... Okay, der resolved. Der resolved schon mal. Er kriegt ein Leben. Resolved auch. Attack. No attack. Ich weiß nicht, er wird auf jeden Fall in seinem Deck ein Ding spielen. End combat. Wir spielen Chromium raus. Bisschen Artifact. Legendary Elder Dragon, ne. My turn. Okay, Opponent's Graveyard. Oh mein Gott, wir können den Healer's Hawk halt einfach rausziehen. Healer's Hawk ist Bullshit, Leute, sind wir mal ehrlich. Healer's Hawk wäre Bullshit, sind wir mal ehrlich. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass er nichts mehr kriegen kann. Zack. Und damit können wir Karten ziehen. Combat. Attack. Go, face. Dudes. Damage. Ich meine, er kann sich's noch leisten. Please. Please, 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 please. No shock. No lightning bolt. Da ist der Ajanis. Okay, resolved. Gut, er kriegt jetzt... Den Dude muss ich auf jeden Fall so schnell wie möglich blocken. Oder zerstören oder sowas. Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich vollkommen irrelevant, wie wir den wegkriegen. Hauptsache, wir kriegen ihn weg. Er geht in Combat. Wird jetzt angreifen mit beiden Dudes. Endcombat, er greift nicht an. Das ist schon mal gut. My turn. Oh mein Gott, da kommt das Sand Scatter leider ein bisschen zu spät. At the beginning of each end step, search your library for a permanent card, put it into the battlefield, then shuffle your library. I know how this ends. Das ist sehr, sehr gut. Er muss was sacken. Es ist, er muss den Healer, den Dude hier, ja genau, den sacken. Okay. Combat. Attack. You and you. Ne, Moment. Doch, passt. Attack. Sind insgesamt schon mal dann 13 Schaden, die wir jetzt hier wieder austeilen. Und im nächsten Zug hat er nur noch... Oh, komm, please. Das wäre halt echt... Okay, es ist GG. Es ist Sand Scatter. Lucky. Lucky, lucky, lucky. Puh, Leute, wir haben es doch noch gerettet hier. Okay, das Espo Control Deck hat doch noch das Game gewonnen und wir können damit sogar jetzt noch ein Pack aufmachen. Wir können zwei Packs aufmachen, Leute. Nice. Ah, das war eine Geburt, hey, kann ich euch sagen. Das war mal eine richtige Geburt, hey. Thought Erasure again. Und, oh, Aurelia. Exemplar of Justice. Was passiert jetzt eigentlich mit dem Ding, wenn ich was doppelt habe? Da passiert gar nichts. Das ist natürlich uncool. Wir haben wieder eine Rare bekommen, das ist schön. Und wir haben Charnel Troll für 3 Mana, 4-4. Trample at the beginning of your upkeep, exile a creature card from your graveyard. If you do, put a 1-1 count on Charnel Troll, otherwise sacrifice it. Charnel Troll, discard a creature card, put a 1-1 counter on Charnel Troll.
Ah, okay, verstehe. Deswegen wird er auf jeden Fall nicht gespielt. Ich habe gerade schon gedacht, er könnte ganz nice sein, aber nope. Okay, damit haben wir erstmal wieder eine wunderschöne Rabbit gekriegt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Türelü!